Freunde, gerade in Teil 1 haben wir schon alles vorbereitet, um diesen 1400 Euro Werkzeug an Stonewash zu verpassen. Die Klinge war nun einige Zeit in der Säure und muss jetzt im Anschluss richtig gründlich abgespült werden. Eine dünne Schicht Öl auf der Klinge verhindert, dass die Klinge weiter rostet, und jetzt geht's ab in den Tumbler. Danach natürlich wieder abspülen, und auch der Nagellack darf jetzt runter. Und sobald das gute Stück wieder vollständig zusammengebaut ist, fehlt jetzt nur noch eine wunderschöne Phase. Es folgt also Bandschleifer, Schleifstein und Polierpaste. Und das ist unser Ergebnis. Auf eBay, denke ich, kann man dafür jetzt bestimmt 2000 Euro verlangen. Falls ihr das noch nicht getan habt, schaut euch unbedingt Teil 1 an. Vielen Dank fürs Zuschauen, schaut euch liebend gerne auf meinem Kanal um. Passt auf euch auf, bis ganz bald. Ciao.